Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Pixelmon Dracanto Projekt. Ja, wie der Name schon verratet, Drago und Kanto. Wir machen eine Region, die wie, ja, eine Pokémon-Region in einem Spiel ist. Und, ja, haben hier einen schönen Platz, wo wir, ja, mal ein bisschen, eine Farm bauen, genau. Hier hinten haben wir den Platz. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Pokémon, die wir besiegen können. Wieso können wir besiegen? Denke ich mal, hoffentlich. So. Ja, macht mehr Schaden als wir, ja. Das ist halt immer so ein bisschen nervig, dass die gegnerischen Pokémon nicht für dieses Level sind. Also ein Wieso ist scheinbar man ja ein bisschen Stärke hat, aber wir haben gewonnen. Und wir haben eigentlich alles, was. Nein, nicht droppen. Ich muss noch das rechte klicken. Wir haben sozusagen weniger, weil wir jetzt einfach Starter-Pokémon haben. Die haben jetzt noch nicht so die Attacken und die ja, Anpassung. Oder eher für Low-Level. Und die wilden Pokémon haben ein höheres Level Anpassung, also dass einfach die Attacken und so stärker sind, weil sie nicht so schwach sein müssen am Anfang für das Spiel, für das Balancing. Da muss der Entwickler noch viel im Balancing machen, dass zum Beispiel Level 5 Visor viel schwächer sind als Level 10 Visor. Es muss einfach ein bisschen etwas gehen im Balancing und danach ist es auch gut mit dem Balancing. Aber so halt nicht so gut. Jetzt müssen wir zum Pokémon Center gehen. Es gibt hier ein Pokémon Center. Ja, genau. Okay. Die Pokémon können gigantisch groß sein. Wir nehmen den Ding mit. Den Baum. Und ein ganz kleines. Ja, zickzack. Okay. Das wird mir viel Spaß machen, die verschiedenen Pokémon Dinge zu finden. So, einige Anpassungen gibt es aber im Modpack noch. Also ich mache dann das Hungersystem natürlich an. Ich tue dann noch die Tiere entfernen. Aber am Anfang müssen wir halt einfach mit dem spielen. Es geht nicht anders, weil man muss sonst ungefähr 200, ja, Wieso besiegen, um ein bisschen Leder zu bekommen und so weiter. Es ist einfach zu, ja, wirtschaftlich nicht bürgbar, weil ich möchte ja eigentlich in den Parts, in den Videos, euch eigentlich nur das Pokémon trainieren und so zeigen und nicht das ständige Farmen. Das mache ich dann in Livestreams mit euch zusammen, also, ja, für euch. Und mache es so spannend wie möglich, indem ich halt auch viel mit euch rede und so weiter, dass ich einfach ein bisschen Ablenkung habe und ihr auch, also, ja, wir. Ablenkung haben. Und diese Lags, ich weiß nicht, wieso das jetzt so komisch ladet plötzlich. Das war im ersten Part eigentlich bis auf, ja, bis am Schluss eigentlich doch recht gut. Also was ich jetzt hier gerade machen muss, ja, einfach die Welt laden lassen und so weiter hat. Weiß ich nicht, dass es tut, hat jetzt immer wieder ein bisschen FPS droppen. Ich habe 55 FPS. Aber immer diese kleinen Mikro-Lags nerven halt. Naja, das ist die Engine von Pixelmon. Also das ist, wie Pixelmon gemacht wurde. Und da kann ich jetzt eigentlich nicht viel machen, außer abwarten, oder? Also einfach die Lags nicht so, ja, wahrnehmen. Aber jetzt ist es wieder gut. Also es ist scheinbar diese Arena, die extrem laggt. Ich müsste die Arena dann säubern. Dass es dann nicht mehr leckt. Und wir müssen wahrscheinlich das Teil dann auch entweder versetzen. Ja, versetzen können wir ja ohne Wörter nicht. Müssen wir dann sehen, was wir aus dieser Arena machen. Aber irgendwas in dieser Arena leckt. Weil wir jetzt in der Nähe waren. So, diesen Baum entfernen wir später mal und setzen ihn neu. Das sieht nicht so. Ja, sieht schon schön aus, aber passt nicht so dahin. Aha, hier haben wir Abikoko. Das erste Abikoko. Schwarz. Gut. Gleich mal anpflanzen danach. Büsche noch mitnehmen. Ja,
direkt mit und pflanzen ihn an, als Dekoration. Hier haben wir Blau. Sehr gut. Schwarz und Blau ist halt einfach für Hyper- und Superbälle. Aber, ja, wir brauchen noch Rot. Und Gelb. Rot und Gelb. Wow. Solche Botenblumen möchte ich gerne immer mitnehmen, aber... Ja, Inventar und ja... Die Gegend nicht verschandeln. Limettenholz, das nehmen wir mit. Und dann sind wir gleich wieder zu Hause. Aber ich möchte jetzt eigentlich in diesem Part ein bisschen mehr mein Pokémon trainieren. Und uns vorbereiten. Auf, hier haben wir Rot, sehr gut. Das hilft uns schon mal sehr viel weiter. Und Weiß, sehr gut. Also, nochmal Rot. Okay, im Wald habe ich die nie gesehen. Also, wir sind um den Wald immer gelaufen. Also, im ersten Part einmal um den Wald und jetzt eigentlich so ziemlich, zumindest ein bisschen um den Wald. Also, wir gehen wahrscheinlich in ein besseres Gebiet, wo es ein bisschen bessere Pokémon gibt. Die wir brauchen. Ja, auch wieder ein großes Visor. Hier werde ich mal alles anpflanzen, was mit Büschen zu tun hat. Und ja, die Apfelkokos tue ich lieber am besten gleich mal hier einfach unten anpflanzen. Zum Beispiel hier, ab hier. So. Und dann einfach an einer freien Fläche umpflanzen. Oh, schön. Palme. Ah. Krass. Genial! Mauzi, du hast Mitnahme. Du bist Level 10. Das ist auch Olivenholz. Genau, die Bäume noch anpflanzen. Ah, hier haben wir schon ein Setzling. So, machen wir einfach mal 2 Bäume hier hin. Ja, 3. Weil, ja, einfach zur Dekoration. Wir brauchen das Holz und die Kirschen ja nicht. So. Die Silberlinden anpflanzen. Eichen würde ich auch gerne anpflanzen zum Sammeln. Kann ich ja mal hier hin pflanzen. Und die Silberlinden mache ich hier hin. Das hohe Gras muss weg hier. Bäume auch wachsen. Und noch hier eine. Ah, hier haben wir schon andere Bäume. Olivenbäume. Das hat hier. So. Wunderbar. Also. Dann Pampuli. Dann hätten wir noch, ja. Nochmal aus Olivenholz, weil das eigentlich oft hier gibt. Ja, machen wir gleich mal aus Kirschholz auch noch Truhen, damit wir einfach alles lagern können. So. Ja, ich hätte nicht so viele Truhen sollen machen, aber wir müssen einfach nochmal so ein bisschen fällen. Dann geht das. So. Also zuerst einmal alles in die Kiste reintun und dann sortiere ich mal. Und Belebe brauche ich jetzt nicht. Also eigentlich brauche ich nur Trank. Dann möchte ich das und das mitnehmen. Oder ja, sammeln wir einfach nochmal Holz. Wir brauchen die verschiedenen Sachen von Mistcraft. Und zwar brauchen wir sich mal ein Verbindungsbuch, aber fangen wir zuerst einmal an. Ja, mit dem Schreibtisch. Glasflasche, Feder. Müssen wir ein bisschen Sand holen oder einfach Sand brennen. Ich habe keinen Stein. Jetzt Stein holen. Und genau. Also wie machen wir jetzt das? Ich mache eine direkte Höhle und gehe jetzt einfach mal kurz hier runter. Fackeln brauchen wir noch. Ja.
Wir haben ja auch noch so einiges, wir sind erst am Anfang. Ja, die Höhle geht dann zu, also ich brauche kein Loch neben dem Haus. Dann eigentlich immer wieder in der Mistkraftwelten farmen. Ich hoffe einfach, dass die verschiedenen Dinger auch dort spawnen. Also, ja. Die Pflanzen von Plants und so. Ich sehe leider kaum etwas, also ich sehe wahrscheinlich weniger als ihr, weil ich es immer heller mache. Schade, dass es so dunkel ist. Ja, es ist schon eigentlich so hell, wie ich es möchte. Also ich möchte es nicht dunkler, heller machen. Ja, ist nichts hier. Schade, ist nur eine kleine Höhle. Aber einfach das Steinsammellager ist hier. Ja, jetzt muss ich nur noch rausfinden. Okay, hier ist noch Sandstein. So. Da sind wir schon wieder raus. Dann baue ich einfach noch ein bisschen Stein ab. Ja, anders sieht gar nicht, aber gut, hier ist Stein. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen vorbereiten mit Fackeln. So. Jetzt. Wieso nicht einfach hier ein bisschen runterbauen? Jo, in diesem Projekt wird ja viel gebaut, also im Livestreams vor allem. Aber auch im Ding, also wenn wir jetzt gerade nichts zu tun haben, dann bauen wir auch in den Parts. Können wir dann mal sehen, was so schön gebaut werden kann. Also ich habe sehr viel Ideen. Ich muss es nur umsetzen können. Und dafür brauche ich natürlich auch ein bisschen Spaß. Und das habe ich jetzt momentan extrem. Also es wird wahrscheinlich ein sehr gutes Projekt. Wenn auch die Zuschauer zuschauen. Also ja. Ich hoffe einfach, ihr findet Motivation, mir zuzusehen. Seid nicht zu schnell gelangweilt. Und ja, die dürfen mir gerne Tipps geben, wie ich es besser machen soll. Aber eben, am besten zuschauen wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Weil, ja. Dann werde ich automatisch halt auch schlechter, weil es mir langweilig ist, oder? Es wäre schon gut, mich ein bisschen motivieren zu können. Weil dann baue ich wirklich schön und hat auch wirklich viel Spaß, mich mehr Mühe zu machen. Genau. Ja, jetzt haben wir keine Schaufel. Leider kann ich durchbauen. Ich will jetzt rausgehen und wir brauchen sowieso Erde. Weil wir wahrscheinlich unterirdische Farmen auch machen müssen. Also, nein, eigentlich müssen wir ja keine Farmen machen. Aber ich möchte die Bäume, die Abikokos, halt einfach unterirdisch machen. Also, jetzt haben wir hier mal Sand und Steine. So. Machen wir gleich mal 4, weil, ja, dann können wir immer sehr schön brennen. Und Sand. So. Dann hätten wir noch, einfach Werkzeug zu machen. Also eine Schaufel ist wichtig. Dann machen wir einfach mal ein Schwert. Die Tiere. Eine Schere. Und ja, eigentlich ein Eimer, aber ja. Jetzt haben wir wieder genug. So.
Danach haben wir hier Eisenspitzhacke, aber Steinspitzhacke brauchen wir nicht mehr. Und so langsam können wir eigentlich die Sachen machen. Es gibt jetzt Tintenfische. Stimmt das, wenn wir jetzt Tiere anhaben, gibt es endlich Tintenfische. Endlich nicht mehr angeln zu müssen für die Tintenfisch. Ja, die direkten Tintenfische per Angel. Also die Items. Jetzt können wir endlich schneller in die Mistköftfeld. Wow, dieser Luxus. Einfach Tiere anmachen, wenn ihr Pixelmon spielt am Anfang. Später dürft ihr das gerne wieder ausmachen. Aber ihr kommt viel schneller vorwärts. Es ist einfach nicht so vom Entwickler gewollt, oder? Genau, komm, wir machen eine Weide und alles mögliche noch in diesem Part. Damit wir noch Leder haben. Und wir müssen Zuckerrohr finden zuerst. Hä? Also gehen wir kurz auf die Suche nach Zuckerrohr. Weil hier hat es keins. Gut. Shoulder. Ja, Schulter. Schulter? Das ist was für ein Holz? Eisen. Ja, Eisenholz. Okay. Schulter. Schulter. Steinstein, Eisen noch. Sehr gut. Ja, so vor ein paar Jahren waren so Let's Plays mit ganz schönen Bauten eigentlich sehr beliebt, aber mittlerweile interessiert sich niemand mehr für extrem detaillierte Bauten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Vanilla-Bauten sind sogar beliebter noch. Es muss auf einem Server sein und so. Ich habe einfach so das Gefühl, dass halt ich jetzt nicht unbedingt diese Aufrufe immer wieder bekommen kann, oder? Also dass es halt einfach, dass ich nicht wachse und deshalb auch nicht so motiviert bin immer, jetzt immer YouTube-Video hochzuladen und so. Wenn das mehr wird, also wenn es beliebter wird, dann mache ich natürlich viel mehr für euch. Ich bin einer, der nicht weniger macht, nur weil ich Aufrufe habe, sondern ich mache mehr. Ich gebe mir immer wie mehr Mühe. Und ich hoffe einfach, dass es langsam auch wieder ein bisschen mehr vorwärts kommt, geht. Naja, es ist halt momentan echt nicht gerade so viel los. Es sind einfach durch die Servervorstellungen ein bisschen. Aber mehr auch nicht. Das haben wir hier schon wieder. Was ist denn mit Luxusgütern? Dann bietet doch etwas an, das Luxus ist. Lava-Keks und so. Machen wir ein Dorf 2, aber andere Farbe noch ändern. Das Braun hier. Ja, Lager ist halt auch braun, aber das Lager eigentlich eher als das Dorf. So. Steck deine Zunge raus und sag, ah, du siehst ziemlich blass aus, willst du meine Spezialpillen? Ich habe nichts bekommen. Ich bin sehr spät fürs Mittagessen. Nein, ein Mittagessen ist keine Entwicklung von Evoli. Wie primitiv. Ja, habe ich eigentlich behauptet. Ich habe meinen Sprungtritt zur Perfektion gebracht. Ich kann so weit springen, dass du schwörst, ich lande nie mehr. Ja, es ist egal, ob das Glas halb leer oder halb voll ist, solange es etwas zu trinken gibt, geht es mir gut. Ja, das ist klar. Mir auch. Das Alkohol. Nein, ich bin kein Alkoholiker. Ja, wir haben einfach keine Pokémon jetzt gefunden, die wir angreifen können. Die nehmen wir ein bisschen mit. Das sind zu viel hier. Ja, und perfekt gebaut hier. Gehen jetzt mal nicht hoch, wir müssen nicht heilen und auch keine Items rausnehmen. Dann haben wir hier noch den Weihnachtsmann. Wie stark. So, nächster Waypoint. Ja, nehmen wir alles mit. Draco-Tafel.
Drachentypen um 20% verstärkt. Also die Attacken, die Schaden der Attacken um 20% erhöht. Alle Drachenattacken. Oder vom Typ her. Einfach von allen Drachentyp-Moves vom Walter, also vom Pokémon, das gehalten wird, okay. Ja. Ja, mich nervt's nicht. Also kannst du schon, also sind diese Animex, diese Mega-Pokémon-Fans, die immer so einen, zum Beispiel ein Pikachu lieben oder so. Sind irgendwie lustige Typen. Ah, toll. Gut getan, also die einzubauen. Aha, okay, sehr gut. Bücherregale brauche ich jetzt nicht. Die könnten wir eigentlich relativ gut holen. Ich möchte ein paar Samen noch mitnehmen. Was rauswerfen? Erde. Nee. Flachs. Flachs ist relativ gut. Ja, den Rest brauchen wir nicht mitzunehmen. Also ein gutes Dorf, sehr gutes Dorf sogar. Ah, ich habe Pferde. Ja, reiten wir natürlich nicht, wenn wir schon Pokémon haben zum Reiten. Zum Züchten wäre das eigentlich auch noch interessant. Okay. Also einen Baobab-Baum möchte ich noch mitnehmen, aber jetzt zuerst auch mal noch ein paar Backpacks machen. So. Gut, zu lange möchte ich das Video nicht machen. Ja, genug Zeit aber. Gehen wir noch ein bisschen in die Wüste. Ja, gehen wir ein andermal in die Wüste. Wir müssen wieder nach Hause, weil wir voll sind, sonst nehme ich wieder Sachen mit und muss andere rauswerfen. Lieber sofort nach Hause. So, oh, die sehen schön aus. Ist nicht gut gemacht. Okay, müssen wir auch irgendwie merken. Ja, einfach nochmal alle Sekunden dann irgendwann mal. Genau. Ja, hier ist sehr schön, also ich habe irgendwie das Gefühl, das Modpack wird mir mega gefallen. Das gefällt mir jetzt schon, aber es wird mir gefallen lassen, sozusagen. Oh ja, sowieso wegen den Lianen. Wir können wirklich so am Bauernhof ein bisschen Lianen-Dekorationen hinstellen. Ah, endlich Zuckerrohr, Mann. Oh, Frau. Das ist doch wichtig. Einfach ein bisschen öfters, aber nicht nervend oft. Inspawn. Hey. So, was haben wir hier? Silberlinden? Ne, Akazie. Aha, Bush Willow Leaves. Buschwillen. Machen wir mal einen Kampf. Nein, ich giften schon. Oh Mann, diese Wahrscheinlichkeiten. Unglaublich. Ich will dich nicht sterben lassen. Stirbt er wahrscheinlich wegen Laufen, aber ich glaube eher nicht. So, Level Up. Oh, Schweinesfleisch. Hey. Ja, wieso nicht? Also ich habe das Gefühl, wir müssen halt einfach die Spawn-Rad-Distanz weniger machen. Dass es nicht immer so ein bisschen Mikro-Lags gibt. Ja, es sieht einfach nur so aus, aber es ist nicht unbedingt so. Genau. Es hat einfach auch wegen den optischen Mods, also Soundmods, auch ein bisschen anforderlich. Wie süß das aussieht, so grün. Kann man nicht gut verspeisen. Also wir müssen an diesem Strand weiterhin laufen, um zurückzukommen.
Ja. Bald machen wir auch sehr viel mit NPCs. Ihr werdet also sehr viele NPCs sehen. Man hat einfach auch auf die Performance schauen, aber ich denke, das geht gut. Ja, toll. Ja, wir nehmen einfach das nächste Mal, aber den haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Also die Farbe. Oh, mega Abra. Okay, zweimal geheilt. Okay, und Leck ausgelöst. Ja, Pixelmon ist wirklich eines der schlimmsten, performance-lastigsten Mods. Unglaublich, ja. Okay, hier hat es Palmen. Jetzt muss ich schauen, aber wo das ist. Bitte noch richtig an sein. Hier. Also wir sind einfach ein bisschen falsch gelaufen. Mist. Also Richtung Lager und dann links halten. Also hier in die Richtung. Okay. Grüne haben wir noch nicht, aber die nehmen wir dann später mit. Einfach merken, dass wir dort unten noch haben. Und ja, hier kommen wir nirgends durch. Wir müssen einen Umweg machen. Also meine Erwartungshaltung ist sehr gering. Also ich muss jetzt sagen, ich möchte jetzt gar nicht so extrem vorplanen. Und einfach uns überraschen lassen, was wir so bauen können und so weiter. In den Livestreams dürft ihr mir gerne helfen, wie ich bauen soll. Weil so viele Mods, so viele Gegenstände sind, oder? Ihr dürft mich kritisieren, wenn ich mal Scheiße baue, Scheiße Pokémon trainiere oder sonst irgendwas. Und ja, schauen, wie es läuft. Ich möchte jetzt gar nicht so gut alles machen wollen direkt. Ich bin halt einer, der wirklich nicht unbedingt der Beste sein muss. Aber viele wollen immer die Besten sein in Games und so. Das ist halt ein bisschen, ja, nicht meine Welt, oder? Wenn alle immer die ganze Zeit immer alles besser haben müssen als andere. Aber so ist die Welt. So sind vor allem die Berufe, die so mega stressen. Die Berufe machen aus einem Mensch einfach so ein mega Wolltier. Immer alles wollen, haben, verlangen, verwöhnt sein. Unglaublich. So, wie haben wir das gemacht damals? Vor ungefähr 4-5 Monaten. Wasser rein, hä? Ja, das müssen wir direkt reinmachen. So, zwei, ja. Immer zwei. Gut. Zwei haben wir schon mal. Reicht natürlich nicht viel. Aber, hey, wieso geh weg? Immerhin. Hey, hallo. Weg da. Dass die Pokémon einfach irgendwo im Privatgrundstück wohnen. Ja, wir brauchen mehr Tintenbeutel. Wir müssen Zucker anpflanzen. Was haben wir noch hier? Machen wir das einfach mal rein. Und pflanzen das einfach alles hier an. Zucker. Und dann irgendwo ganz in der Truhe mehr. Alles auch wachsen kann, also Zucker gepflanzt werden kann, mache ich schon mal alles weg, was im Weg ist. So. Und machen wir den Baum hier weg.
Geh jetzt weg, du nervst. Prima. Da haben wir noch ein Eisen. Und wie viel brauchen wir? Wir brauchen noch eine Glasflasche, Federn. Haben wir Federn? Nee. Wir müssen Hühner suchen. Oh Gott. Was müssen wir denn alles noch machen? Ja, jetzt ist der Part ja, 30 Minuten lang. Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part Hühner suchen und so weiter. Tschüss.